So, liebe Leute, heute geht's heute über die Sport C24, das Ende der Saison 2 naht und wir wollen, ja, mir dafür heute oder morgen den Titel klar machen. In der letzten Folge haben wir den Pokal geholt und jetzt geht's mit dem, ja, wir werden jetzt auf bei Anfang. Porto, könnt ihr mal ganz kurz klicken, 11,5 Millionen wollen sie bieten. Verhandeln. Wie gesagt, ich fange jetzt an, meine Zukunft zu bauen. Leg nochmal 5 drauf. Schnauze voll. Pass auf. Ich wollte 12 bezahlen, ich will ja 16 haben. Da machen wir glatt 15 und die 10%. Und am Ende sind es 14 Millionen. 2,5 mehr als Benfica möchte den haben. Delegieren. So, mal gucken, was sie haben, ob sie es machen. So, Spieltag, Sparta. Wie gesagt, es wird sich definitiv einiges sein. Was habe ich jetzt von links? Habe ich jetzt immer noch nee, Flügelspiel, alles klar. Das gleiche, mit dem ich Ajax gezaubert habe. Ja, Vitessen darf auch gerne mal von Beginn an spielen. Das ist nicht ein Problem. Noch ist er im Kader. Noch gehört er dazu. Es ist keine echte Überraschung, auf wen wir in diesem Spiel ganz besonders achten sollten. Denn in den letzten 3 Spielen gab es 4 Tore. Heute soll es natürlich so weitergehen. Heute soll der Titel klar machen. Zeigt es Ihnen. Liebe Fußballfans, willkommen hier. 4 Spiele haben wir noch. Diese Saison. Ich bin Wolf Fuß und ich werde dieses Spiel heute gemeinsam mit dem Kollegen Frank Buschmann für Sie zu Hause kommentieren. Und bei uns wird es heute um ein Spiel aus der Eredivisie gehen. Es herrscht ein lang. Was für ein Reflex. Und der Keeper verhindert es. Die Ecke kommt. Verhindert der Stadtrivale heute. Sparta. Noch die Meisterschaft von PSV. Wie gesagt, entweder machen wir es heute klar oder nächste Woche. Spätestens. Voraussetzung, wir gewinnen unsere Spiele, ne? Unabhängig davon. Und Sparta führt 1-0! Abseits. Abseits, abseits, abseits. Ecke, Sparta. Ecke kommt in den 16er. Sie haben geklärt. Sie gehen schon früh drauf, gehen auf Marketing und werden dafür belohnt. Chance zur Führung. Da ist der Torwart da. Ja, es ist Sparta spielt jetzt besser. Die machen es jetzt. Sie wollen jetzt. Nachdem man Ajax entzaubert hat, wollte man, hatte man gehofft, ja, Sparta Rotterdam, das wird schon eine Nummer werden, wenn die man mitnimmt. Aber die sind auch da, die spielen auch mit 11 Leuten. Es hat auch viel damit zu tun gehabt, dass Ajax relativ schnell mit Roten, mit einem Mann weniger war. Und nächste Chance, Eindhoven. Oh, 1-0, PSV! Nimmt sich einfach mal ein Herz und drin ist er.
1-0 PSV, die Nummer 20. Ich weiß gerade nicht, wer es ist. Luca Netz ist es. Luca Netz. Der hat den Trainer noch vor der Freigabe gesagt, verkauf mich. Ein bisschen hin und her, weil von Meier Schiller gesagt, er fühlt sich nicht fit, sondern spielen will. Jetzt habe ich ihn aus dem Kader rausgenommen, jetzt habe ich ihn wieder reingesetzt. Mal gucken, was er wieder seine Meinung jetzt ändert. Und sagt jetzt hier, ich bleibe doch. Luca Netz jedenfalls mit dem 1-0 für die PSV aus Eindhoven. Wie gesagt, nachdem 3 Niederlagen in Folge kamen, unter anderem das Pokal aus in der Conference League und jetzt steht es 1-1. Eben das Tor auf der anderen Seite, jetzt direkt der Ausgleich, alles wieder offen. Sie haben ja Lorenzen. 1-1. Kann jetzt über den Flügel kommen. Und jetzt die Ecke. Erstmal geklärt. Sanchez. Sie bringt den Ball in die Mitte. Er kann erstmal klären. Ball bleibt hängen. Er lässt den Gegner stehen. Ja. Tor! Bolivia! 27. Minute. Hier kommt die Wiederholung. Ah, lässt sich überhaupt nicht irritieren. Kommt zum Abschluss. Klasse Tor. Pepi, 3-1, Doppelschlag. Sie legen direkt nochmal nach. Sie sind im Moment wirklich unaufhaltsam. Da ist das Tor nochmal ausschlaggebend. Dieser ständige Druck auf die Abwehr und aufs Tor. Und dann ist die Lücke da. Der trifft halt auch momentan, wie er will. Ricardo Pepi. Es wird sich, wie gesagt, sehr viel ändern bei PSV. Vielleicht auch noch ein Stürmer, neuer Stürmer. Novoa scheint gesetzt, aber Pepi, ja, weiß man, man weiß es noch nicht. Schauen, was halt passiert. Ich will da gerne Spieler über 80 haben. Der Schari. Schöner Ball auf Lang. Schöner Ball auf Lang, ja, aber verzieht. Schade, ich dachte, ich krieg den da durch. Yes, für die Gecke. Boah, lang. Oh, ganz dicker Fehler von Ramaldi. Oh, man will ja unbedingt eine neue. Boah, das war natürlich eine starke Falle. Jetzt können sie kontern. Immer noch diese Szene. Schön abgelaufen da. So, jetzt kann man gucken, was passiert. Erstmal gelb für Ramaljo. Jo, war klar, dass hier noch was nachkommt. Der Spieler sieht zu Recht die gelbe Karte. Ja, und da kann ich mich nicht beschweren. Diese Verwarnung geht in Ordnung. Sicher, ob es nur Ramaljo jetzt war? Das ist der Pausenpfiff. Nach der ersten Hälfte sind die Gäste in Führung. Sie liegen klar in Führung und da sieht man wieder, dass sie...
Es geht weiter. Die zweite Hälfte wurde angeführt. Pippi. Pippi. Tor zum 4-1. Heute zeigen sie wirklich, wie treffsicher sie sind. Wie gesagt, das scheint wohl dieser Sieg gegen Vitesse. So müssen wir wieder den Schalter umgelegt zu haben. 4-2 Vitesse, 7-0 Ajax und jetzt plötzlich das 4-1 in Rotterdam. Und davor hat man halt drei Spiele verloren. Wie gesagt, das wird viel sich ändern. Und dann möchte man halt, wie gesagt, diese zwei Dübelspieler von Genk verpflichten. Sanchez. Sanchez. Ah, Fallverlust. Was? Ach ja, es war ein Foul noch dabei, oder? Das gibt eine Verwarnung. Mit dem Keeper. Ach scheiße, ich wollte den Keeper. Das ist ein Problem, wenn du dann noch einen Spieler ausgewählt hast. Das hat der Verteidiger. Verdrungenen. So. Klasse gemacht, so kommt der Schuss nicht durch. Wir wechseln jetzt mal durch. Die zwei Innenverteidiger rausnehmen. Drei Wechsel auf einmal. Jetzt kommt die Ecke. Scheiße, der spielt auch noch weg. Tor, 2-4. Niemand kann ihn aufhalten. Schöner Kopfball aber. Da diese blöde Ecke, ne? Weißt du, der Ball hat den Spieler, hat den und dann prallt der Ball. Ich schaue nochmal auf die Wiederholung. Ausgangspunkt ist der Eckball. Und dann trifft er die Kugel wunderbar mit dem Kopf. Das ist technisch vor allem sehr gut. Pipi! Der einmal kurz durchmarschiert. Ich glaube, das war dieser Anschuss-Bug. Dass du da durchmarschieren kannst. Der Dreierpack, da kommt das Tor nochmal. Auch da ist wieder schön zu sehen. Aber mal direkt wieder die 3-Tore-Führung hergestellt. Wieder Ricardo Pepi. Ja, kam er diesmal nicht in Position. Diesmal war alles zugestellt. Aber 2-5. Ich weiß gar nicht, auch wie Reuter da, wie Dings spielt. Da steht Feyenoord. Den kurz mal marschieren lassen, einfach, ey. 3-5. Super Tor. Setzt sich durch, geht frei aufs Tor und macht auch hier alles richtig. Kommt das nochmal? Und jetzt stehen sie wieder im Mittelkreis. Sie treffen selbst. Sie bekommen die Tore rein. So Spiele gibt's halt manchmal. Die Chance. Den Ball diesmal nicht. Diesmal nicht. Perfektes Pass ab.
verdrungenen. Sanchez. Und wer Tessen scheitert da am Marco Grill. Wer Tessen, der sehr wahrscheinlich nach Portugal gehen wird. Oh, schade. Gelb war es mal für einen Sparta-Mann. Und jetzt kann er natürlich nicht mehr so in die Zweikämpfe gehen. Oh, das war doch noch ein. War das doch noch ein Foul? Okay. Habe ich euch im Overjahren gar nicht drin, ne? Warte mal kurz. Ich will ja Overjahren, ich werde Overjahren jetzt bringen. Für Netz. Wegen Freistoß und so. Oh ja. Das war stark vom Torwart. Schade, hätte klappen können. Wenn Sparta nochmal treffen würde, dann wäre es plötzlich wieder ein bisschen Spannung in der Partie. Erstmal der Witt. Pepi verscheitert. Verscheitert der Abwehrspieler dort. Kein Abseits. Budimir. Ja, Sie haben jetzt Platz auf Haus. Flanke zu und genau so hat sie den Torwart. Ball gewinnt gutes Racing in dieses Ziel. Ja, zumindest sind das diese drei Punkte. Man holt drei Punkte in Rotterdam. Aber dann scheint das doch nicht die Meisterschaft zu sein. Das war heute eine überragende Vorstellung. Gut. Ich würde dann sagen, machen wir Feierabend. Nächste Folge, dann machen wir dann den Titel klar. Bis dahin oder wiedersehen bei Let's Play ihr Sports FC 24.